Herzlich willkommen zu unserem kurzen Reisebericht vom Campingplatz Südufer Berle am Schweriner See. Diesen Platz haben wir uns ausgesucht, da wir gerne mit unseren Subs auf den Gewässern unterwegs sind und man durch die kurzen Wege vom Stellplatz zum Wasser die Subs nicht allzu weit schleppen muss, also direkt am Schweriner See. Als kleine Vorschusslorbeeren hatte der Platz durch die NDR-Doku Tietjen campt mit Bettina Tietjen und ihrem Gast Matthias Matschke bei uns einen positiven Eindruck hinterlassen. Aber auch die Sendung Tietjen campt mit ihren Gästen ist immer wieder erfrischend. Den Link hierzu findet ihr bei den Bemerkungen. Kleiner Tipp: Wer Fahrräder hat, sollte diese mitnehmen, da die Stadt Schwerin sehr gut mit dem Fahrrad zu erreichen ist. Schaut euch auf alle Fälle das Schweriner Schloss an, welches den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns beherbergt. Auch eine Tour um den Schweriner See ist mit dem Fahrrad problemlos möglich. Ab der Saison 2022 sind auf dem Campingplatz leider keine Haustiere mehr erlaubt, was aber dem Ansturm auf dem Platz keinen Abbruch tat. In der Zeit, in der wir dort waren, waren alle Plätze bis zum letzten belegt. Was auf alle Fälle hier möglich war, war Abschalten und Entschleunigen. Schaut euch die Bilder an.